Der weltweite Währungshandel wird dominiert vom US-Dollar, gefolgt von Euro und Yen. Seit letztem Jahr gehört der chinesische Renminbi zu den 10 meistgehandelten Währungen. Wurden 2010 noch Renminbi im Wert von 34 Milliarden Dollar gehandelt, waren es 2013 schon 120 Milliarden. Der Renminbi ist auf dem Weg zur Weltwährung. Und der Schweizer Finanzplatz will davon profitieren. Urs Bachhofner und Andreas Kohli. Die Uzwiler Firma Bühler exportiert Maschinen für die Nahrungsmittelindustrie in die ganze Welt. Besonders viele nach China. Bühler profitiert von der wirtschaftlichen Öffnung des Riesenreichs. Lange war das Abrechnen mit chinesischen Kunden und Lieferanten kompliziert. Alles lief über den Dollar. Bühler hatte keinen direkten Zugang zur chinesischen Währung. Die Wende für Finanzchef Andreas Herzog kam vor 2 Jahren. Damals entschied China, dass ausländische Firmen in Renminbi abrechnen und zahlen dürfen. Ein Entscheid mit großer Wirkung. Die Folge davon war, dass wir natürlich nicht mehr umrechnen mussten. Es hat keine Umrechnungskosten mehr gegeben. Die Zahlungen, wenn sie die Währung kehren, vom Schweizer Franken in Renminbi, hat immer Kosten verursacht, relativ hohe Kosten. Und so ist das völlig abgefallen. Also wir können billiger mit China funktionieren heute. Andreas Herzog führt für Bühler ein Renminbi-Konto bei einer europäischen Bank. Dass Ausländer in Renminbi abrechnen können, war ein großer Reformschritt Chinas, von dem viele im Westen überrascht wurden. Keine Kritik gegenüber der Bank, aber ich glaube, die Banken waren dort mal überhaupt nicht vorbereitet. Systemmäßig, kommunikationsmäßig. Also systemmäßig sind Zeichen gekommen. Die chinesischen Zeichen haben nicht umgesetzt werden ins deutsche oder englische Schriftbild. Es hat Verzögerungen in den Zahlungen. Die Zahlungen sind zum Teil zurückgekommen und so weiter und so fort. Es hat einen gewissen Aufwand gebraucht in der Kommunikation mit den Banken, mit unseren Geschäftspartnern. Aber heute, nach 2 Jahren, ist das eigentlich kein Problem mehr. Lange hatte China seine Währung abgeschottet. Nun soll der Renminbi eine globale Währung werden. Ein langer Weg. Im Moment spielt der Renminbi im Vergleich zur wirtschaftlichen Macht Chinas noch eine unbedeutende Rolle. Den globalen Handel führt die Eurozone an, mit einem Anteil von 24%. Dahinter folgen die USA und China mit je rund 10%. Der Schweizer Anteil am Welthandel beträgt 1,2%. Bisher steht der Euro als Zahlungswährung an der Spitze. Die meisten Waren und Dienstleistungen werden in Euro bezahlt, fast gleich viele in Dollar. In Renminbi werden nicht einmal 1% der weltweiten Zahlungen getätigt. Damit ist der Renminbi im Welthandel noch weniger bedeutend als der Schweizer Franken. China setzte bislang auf Export. Es hielt seine Währung künstlich tief, um seine Exportwirtschaft zu stärken. Die Kontrolle und die Abschottung verhinderten, dass der Renminbi zu einer international wichtigen und damit starken Handelswährung werden konnte. Das will China nun ändern. Ein Schritt auf dem Weg zu einer globalen chinesischen Währung sind neue Handelsplätze für den Renminbi außerhalb Chinas, sogenannte Offshore-Hubs. Solche gibt es momentan nur in Asien, etwa in Hongkong und Singapur. Über sie laufen sämtliche Zahlungen zwischen der Welt und China. Bald will China solche Drehscheiben auch in Europa eröffnen. Darauf hofft der Schweizer Finanzplatz. Die Schweizerische Bankiervereinigung bemüht sich schon länger darum, ein Offshore-Hub für die chinesische Währung zu werden. Wir können Investoren in die Schweiz bringen, wo Anlageprodukte in Renminbi kaufen. Wir können von dem also Anlageprodukte emittieren. Wir können von dem Geschäft machen. Nur um dieses Geschäft bemühen sich auch andere Finanzplätze, wie zum Beispiel London. Und London ist der Schweiz einen Schritt voraus. Die britische Zentralbank hat bereits ein sogenanntes Swap-Abkommen mit China. Erst dieses ermöglicht einen direkten Zugang zur chinesischen Währung. Die Schweizerische Nationalbank verhandelt erst über ein solches Abkommen.
In Europa selber gibt es bis jetzt keinen richtig funktionierenden Renminbi-Hub. Wir haben da genügend Zeit. Und es liegt nicht im Prinzip am Swap-Abkommen selber, sondern es liegt vor allem daran, dass es dann ein Geschäftsmodell braucht, das genügend eben Umsatz generiert, damit es auch längerfristig lukrativ ist, eben diese Renminbi-Geschäfte aus der Schweiz herauszumachen. Für die Schweiz als Renminbi-Hub sprechen die guten Beziehungen zum Reich der Mitte und der Abschluss des Freihandelsabkommens im vergangenen Jahr. Damals hatte sich der chinesische Ministerpräsident auch zum Schweizer Finanzplatz geäußert. Wir wollen den chinesischen Bankensektor stärken und sind an einer Zusammenarbeit mit dem Schweizer Finanzplatz sehr interessiert, denn dieser ist erstrangig. Ich denke, die Chinesen, die sind jetzt dran, die Karten neu zu mischen. Wir denken, jetzt wird das Spiel gemacht. Wenn wir erst in 2-3 Jahren kommen, sind wir wahrscheinlich zu spät. Dann hat es in Europa 2-3 solche Hubs. Und dann wird die Schweiz außen vor. Und das wäre eine verpasste Gelegenheit, die wir nicht verstehen würden und die eigentlich wirklich unnötig ist. Weil wir sind überzeugt, auf Seite der Chinesen ist man auf jeden Fall interessiert an der Schweiz. Die Entscheidung liegt aber alleine bei den Chinesen. Auch darüber, wann sie in einem letzten Schritt ihre Währung ganz freigeben werden. Für Thomas Mayer, Asienchef der Bank Julius Baer, ist klar, der freie Renminbi kommt. Im Rhythmus Chinas. Wir wissen ja, die Chinesen denken ein bisschen langfristig. Und von dem her ist das jetzt ein ganz natürlicher Prozess, der in einem chinesischen Rhythmus wird passieren. Und wenn die freie Konvertibilität da wird sein, das wissen die Götter, ob es 5 Jahre oder 10 Jahre wird sein. Aber sie wird kommen. Sie wird definitiv kommen. China bestimmt das Tempo und die Richtung. Niemand weiß, wohin China steuert. Aber alle wollen schon jetzt mit dabei sein.